alle zu sehen. Schön, dass ihr alle hier zahlreich gekommen seid. Es ist mir eine Ehre, heute wieder mal etwas zu teilen. Das letzte Mal war er auf der Taufe. Letztes Jahr. Und ich will zuallererst sagen, dass wir als Gemeinde doch sehr gesegnet sind mit den Jugendlichen, die wir haben. Dass die Jugendlichen eigenständig diesen Schritt machen, Gott zu dienen. Dass sich entscheiden, auf die Bibelschule zu gehen. Dass sie sich entscheiden, aufs Missionsfeld zu gehen. Dass sie sich entscheiden, jede Nacht, also jeden Freitag sich zu treffen, abends. Und beten. Und wir dürfen wirklich erkennen und wirklich sehen, dass Gott seine Gnade ausgeschüttet hat. Amen. Pastor hat einen guten Vers benutzt, wo er gesagt hat, Jeremia 32, Vers 40 vorgelesen hat. Wo über das neue Bund gesprochen wird. Und ich will da ein bisschen tiefer hineingehen. Und die Frucht oder das Geschenk, was wir durch das neue Bund bekommen haben. Die wir durch Jesus bekommen haben. Das Thema heißt, er ist Gnade und Wahrheit. Und ich habe für diese Predigt drei Punkte rausgeschrieben. Oder für euch mitgebracht. Der erste Punkt heißt, erfüllt das ganze Gesetz. Jesus, wollte mal, das ist immer, ne, die Hügel, ich will alles der. Punkt 2, er ist die Gnade. Nüsse beallu dema, es ist egal. Und Punkt 3, falls ich nicht bedema, er ist die Wahrheit. Nüsse beallu, es ist Jesus, malet ihr dema, nüsse, es ist Haki Iu, das will. Und ich möchte zu Beginn der Predigt Johannes 1,17 lesen. Kann noch für die Interesse Johannes Hade. Genau, Johannes 1, Vers 17. Das erste Schuhe, keine Bibel. Genau. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus geworden. Und ich möchte gerne erstmal jetzt dafür beten. Vater, ich danke dir einfach für die Zeit, die wir jetzt hier haben. Ich danke dir für dein Wort, was du uns geoffenbart hast. Lass uns erkennen, was du mit Gnade und Wahrheit meinst. In deinem Namen beten wir, Vater. Amen. 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 Wie gesagt, der Vers, den wir uns heute anschauen werden, ist Johannes 1,17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und werden hauptsächlich mit diesem Vers arbeiten. Jeder Punkt übernimmt einen Teil von diesem Vers. Genau, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Und ich will am Anfang schon sagen, dass diese Predigt ein bisschen bibellastig sein wird.
ختنقوكم دليل دلخو نجر الزينة مسحف قدس وشت إناخنا أتلو معنتي. Deswegen bitte ich euch, aufzupassen, mitzulesen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr danach auf mich zukommen. Denn es kann ein bisschen wie ein Bibelstudium jetzt sein. Gerne. Okay, Punkt 1. Erfüllt das Gesetz. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. So, wir schauen uns jetzt mal den Anfang an. Mit dem Gesetz sind die 10 Gebote gemeint. Was ganz offensichtlich ist. Die Mose auf dem Berg Sinai bekommen hat, um das Volk zu geben. In meiner Bibel hat mich Johannes 1,17 auf die Bibelstelle Malachi 3,22 hingewiesen. Malachi 3, Vers 22. Wo drin geschrieben steht, gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechten, das ich ihm auf den Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Kannst für mich lesen. Genau, hier kannst du nochmal lesen. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ihm auf dem Horeb. Ja, genau. Für ganz Israel befohlen haben, an die Satzung und Rechte zu halten. Israel Israel Vielleicht haben wir jetzt ein paar Bibelkenner unter uns. Ja, genau das. Unter die Bibelwisser, die hier sind, sehen wir, dass Berg Horeb jetzt angesprochen wird. Das ist jetzt nur ein Side-Fact. Man sagt, Mose hat auf dem Berg Sinai die 10 Gebote bekommen. Genau, und ich will euch kurz hier sagen, beide stimmt. Genau, der Name Sinai wird sowohl für einen Berg als auch als für eine Wüste gebraucht. Der Berg ist in Wirklichkeit eine Gebirgskette. Und wird dann auch manchmal Horeb genannt. Damit wir jetzt mal kurz diese Verwirrung geklärt haben. Genau, aber die Frage ist, die Frage, die ich dann für mich gestellt habe, warum schreibt Johannes so ein Vers? Wieso benutzt er Mose und Jesus in so einem Weg? Genau, und ich möchte gerne etwas erzählen von meiner Zeit in Kasachstan. Vielleicht die meisten wissen nicht, was ich so in Kasachstan erlebt habe. Aber so ein kleiner Einblick davon war, aber da ist, dass ich in Kasachstan erstmal sehr viel arbeiten musste. Schön auf der Baustelle. Ich durfte viel mit den Menschen aus der Gemeinde verbringen. Aber ich durfte auch sowohl sehr viel Zeit mit den Menschen auf der Straße verbringen. Aber das Coole war, dass mein Leiter mir immer eine Zeit gegeben hat, dass ich Zeit mit dem Herrn verbringen konnte.
Das heißt, ich hatte Zeit fürs Beten, ich hatte Zeit fürs Lobpreis machen. Ich hatte ja, genau, ich hatte Zeit einfach so das Wort zu lesen, aber auch das Wort zu studieren. Und in meinem Bibelstudium habe ich Sprüche und Prediger gelesen. Und er versucht, Vers für Vers zu verstehen, was Salomon meint. Und ich war bei Sprüche 3, 1 bis 3. Genau, ich habe es gelesen und ich saß da auf meinem Stuhl und ich habe 45 Minuten gebraucht, um 3 Verse zu verstehen. Mit der Hilfe von anderen Bibelstellen hat mir dann Gott langsam dann ein Verständnis gegeben für diese 3 Verse. Genau, erstmal Sprüche 3, 1 bis 3, dann habe ich Sprüche 16, 6 gelesen und dann kam ich auf Johannes 1, 10. Okay, dann gehen wir mal jetzt auf Sprüche und als mir Gott es gezeigt hat, war ich sehr verblüfft und ich will euch gerne zeigen, was er mir dadurch gezeigt hat. Erzählen. Weil ich glaube, dass einfach Johannes sich sehr auf die Bibelstelle auch sich bezogen hat. Johannes er hatte einen Blick für das Wort Gottes auf jeden Fall. Johannes genau, Sprüche 3, 1 bis 3. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Und Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um dein Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. نحجي أي ترسعيو لبخون نتئزازي يحلون حياون نتن حقن كبخاء فليا أبكساتك أسرن أبصلات لبخون تحفن. Wir erkennen schon irgendwie im Erden schon direkt, dass Johannes 1,17 und Sprüche 3, 1 bis 3 doch eine gewisse Verbindung haben. Johannes 1,17, مثال 3 خب 1 خب 3 زلون ركب كم زلون نيشي يجلس الله. Denn in Vers 1 wird über die Gebote geschrieben und in Vers 3 wird über die Gnade gesprochen. Ein Fun Fact nebenbei, in Sprüchen oder in Predigen findest du Gnade und Wahrheit meistens immer nur zusammen. Du kriegst sie nie auseinander getrennt. Und im Neuen Testament geht Paulus oder Jesus noch mal drauf ein bisschen ein, was Gnade und dann auch die Wahrheit ist. Aber lass uns mal die Stelle Sprüche 3, Vers 1 bis 3 mal auslegen. Mein Sohn, vergisse meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Genau, in diesem Vers sehen wir hier, dass wie ein Vater zu seinem Sohn spricht. Und es war früher so gewesen, dass der Vater dafür zuständig war, die Gebote an die Kinder weiterzugeben. Zu zeigen, wie lebt man ein ehrfürchtiges Leben. Und die Aufgabe der Mutter war es, die Ehrfurcht Gottes weiterzugeben. Also die Ehrfurcht Gottes. Nette Frau, nette Frau, nette Frau hat sie will, und sagt,
كتب so Werte, Morale, اتي سنمغبار اتي كبرتات ناي املاخو خبرتات فرحات املاخ سنناي غبر مغبار محلاف دما ناي يدنيو تابو اتي اتي حجي اتي تزاز اتي قدي هيوت اتي ابو يحلفو تعدد ما خمي يرو تولود سنناي نغير يغبر كمي يرو سنمغبار او زملو هيوت ينبر كمي يرو فر زملو هيوت ينبر كا تعدد تتم حلال فون يرا مالتي ايغرامكم بتغرينيا خترغمو والله أربعة غالات يخطوصين أربعة غالات. weiter Vers 2 steht geschrieben, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens. Sie hatten immer nesen حقتات sie in ablbrand her halligen. Sini من واحد معلتات يكون اخا عمتات هيوت سلام دما موسخ يكون الكا ايت فرين زيت حدر حسك زي وسخ الكا. Das Interessante ist, wenn ihr Sprüche und Prediger studiert, dann seht ihr, dass das Denken von Salomon in der Zeit, in dem er Sprüche geschrieben hat und Prediger geschrieben hat, anders war. مكببن مثالين الحريقه تي ناي سولومون ملوات تريقه مكبب كصحفو كلون مثالي كصحفون كلس دغنا معبال ناي حسابات تريقه Das Denken Sprüche war Du wirst ein langes Leben führen, wenn du die Gebote hältst und wenn du gottesfürchtig bist. Und in Prediger sehen wir, dass eigentlich darüber geschrieben wird, selbst der Gottesfürchtige wird ab und zu mal vor dem Gottlosen sterben. Aber Vers 2 werden wir noch später noch mal eingehen. Und jetzt kommen wir zu Vers 3. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Das kommt für mich ein bisschen aus dem Nix. Er schreibt es sehr abrupt, dass Gnade und Wahrheit dich nicht verlassen werden. Aber mit diesem Vers ist gemeint, wenn du die Gebote hältst, die dir deine Eltern, die Mose, die gegeben haben, dann werden die Gnade und die Wahrheit dich nicht verlassen, nicht von dir weggehen. Genau, da ist das Denken von, ich muss tun, um es zu bekommen. Und im letzten Vers, also in dem letzten Teil, binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Da fordert Salomon von dem Volk Israel, dass die Gebote und die Lehre, was die Ehrfurcht Gottes ist, mit aller Kraft zu bewahren und festzuhalten. Genau, wir sehen anhand von den Versen, dass die Gnade und Wahrheit mit uns ist, wenn wir die Gebote und Lehre halten, die Mose uns gegeben hat. Die Frage, die ich mir aber danach gestellt habe, ist, was macht, also in meinem Studium, was macht die Gnade und die Wahrheit denn eigentlich? Was ist deren Nutzen? Und in Sprüche 16,6, das ist die nächste Stelle. Ich wiederhole, Sprüche 16,6. Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt. Und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Und wir schauen uns mal Gnade und Wahrheit an. Durch Gnade und Wahrheit wird unsere Schuld gesühnt. Wird Ungerechtigkeit benutzt. Also mit anderen Worten, die Ungerechtigkeit, die ich und du getan haben,
wird durch die Gnade und Wahrheit vergeben. Die Frage, die wir uns jetzt nochmal stellen, also die ich mir jetzt gestellt habe oder stellen müssen, ist: Haben wir ein Recht auf Gnade und Wahrheit, wenn wir nur die Gebote und Lehre folgen? Anhand jetzt von Malachi und Sprüche. Ich stelle mal die Frage anders. Sind wir durch unsere Werke berechtigt, die Gnade und die Wahrheit zu bekommen? Und wenn manche Leute Ja gesagt haben, dann ist es ein großes Problem. Wenn manche Leute Nein gesagt haben, dann ist es etwas Gutes. Warum sage ich das? Denn wenn wir aus unseren Werken heraus an der Gnade und Wahrheit Anteil haben, dann sind wir in einem Hamsterrad gefangen, woraus wir nicht mehr rauskommen. Denn wir können nicht aus unseren Werken heraus gerecht werden, sondern der Glaube an Jesus macht uns das. Kabzi ankel zi achtu tsundu hurkoin ka abnat ka gibri abnat ka sanay neger abnat ka tsubugil ka tahasbo neger dekones abna Jesus wulet bimhsab abnatu bimukal abu bimman tra kabzi ankel tuts. Denn nur allein ein Gebot, denn wenn nur ein Gebot gebrochen ist, haben wir kein Anrecht mehr darauf, die Gnade und die Wahrheit zu bekommen. Hand in der Herde kapten hgetat kapten tizas hand in der Herde sierna mesel yebilna nitsega mesel yebilna nmhrat malati. Weil wenn wir das Gesetz brechen, sind wir dem Tode schuldig. Wir als Menschen sind leider nicht dazu in der Lage, dem Gesetz gerecht zu werden, denn unser Fleisch verlangt nach den Dingen, die in Gottes Augen schlecht sind. Salomon schreibt es sehr gut in Prediger 2:29. Ich wiederhole, Prediger 7, Vers 29. Da steht geschrieben: Allein siehe, das habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat. Sie aber suchen viel arglistige Machenschaften. Unser Fleisch sucht nach den Dingen, die eigentlich nicht, die Gott nicht gefallen. Aus diesem Grund hat Gott seinen Sohn geschickt und geopfert, weil er gesehen hat, dass wir dem Ganzen nicht gerecht werden können. Und hat deswegen die ganze Last auf sich genommen. Und uns durch ihn gerecht gemacht. Denn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die Gesetze und um die Propheten zu widerlegen. Sondern ich bin gekommen, um diese Gesetze zu erfüllen. Kam zeinat nach ein Rio Icon kun Messi Jesus.
Als ich dann mehr über Sprüche 3, 1 bis 3 verstanden habe, habe ich verstanden, warum Jesus die Gesetze erfüllt hat. Wenn die Gnade und die Wahrheit durch die Gesetze kommen, durch die Gebote kommen, da brauchen wir jemanden, der diese Gesetze erfüllt. Und in diesen Riss einzutreten, wo wir nicht gehen können. Und diese Tat, die Jesus gemacht hat, die Tat, die Gott uns geschenkt hat, also das, was er vollbracht hat, ist pure Gnade. Und das ist jetzt auch mein nächster Punkt, die Gnade. Wenn wir sehen, für was die Gnade steht oder was sie repräsentiert, dann sehen wir, dass es die Barmherzigkeit Gottes widerspiegelt. Nicht die Gerechtigkeit, sondern die Barmherzigkeit des Vaters. Da er gesehen hat, dass wir es nicht aus unserer Kraft heraus schaffen. Paul schreibt in Römer 6,23, dass die Gnadengabe oder in anderen Worten das Geschenk der Gnade, das ewige Leben in Christus ist. Wofür wir eigentlich den Tod verdient haben, indem wir das Gesetz übertreten haben. Der Vater war Gott so gnädig und hat seinen Sohn geschickt, damit wir dadurch ewiges Leben erlangen. Und die Aussage Römer 6,23 baut auf der Stelle von Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann müsst ihr etwas sehr Cooles erkennen. Im Alten Testament wird geschrieben, wenn du die Gebote hältst, dann wird dir ein langes Leben gegeben. Also indem du die Werke tust. Aber als Jesus auf die Welt gekommen ist, Jesus hat er gesagt, ihr müsst nur an mich glauben und ihr werdet gerettet werden. Und ihr werdet nicht nur ein langes Leben haben, ihr werdet ein ewiges Leben haben. Also wenn wir die Gnade jetzt einzeln anschauen, da können wir sagen, dass die Gnade, die Jesus geworden ist, uns ewiges Leben gegeben hat. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, sondern aus der Gabe Gottes. Aus dem Geschenk Gottes. So, wir haben jetzt mal die Gnade angeschaut, wir werden uns jetzt mal die Wahrheit jetzt anschauen. Das ist jetzt auch mein letzter Punkt.
Lass uns zu Beginn Johannes 8, Johannes 31, Vers 32 lesen. Und das ist eine Erkenntnis, die ich nicht in Kasachstan bekommen habe, sondern in den Lauf der letzten Woche jetzt hat mir Gott was Schönes, was Krasses gezeigt. So, wir beginnen erstmal in Vers 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus sprach zu den Leuten, die an ihn glaubten, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus in der Tombose amanu. Ich habe mir dann die Frage gestellt, will er damit sagen, dass die Menschen in der Lüge gelebt haben? Dass wo nach rechts und nach links, wo sie hingeschaut haben, nur Lüge war? Manche sagen vielleicht ja, manche sagen vielleicht nein. Aber lass mich euch sagen, wenn wir in der Abwesenheit der Wahrheit leben, dann leben wir in der Anwesenheit der Lüge. Und sowohl auch andersherum. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Denn die Lüge führt uns in die Knechtschaft. Denn wenn die Wahrheit uns frei macht, dann macht die Lüge uns zu Sklaven. Und das ist zu Sklaven der Sünde. Lass mich euch anhand dem Wort Gottes zeigen, warum wir die Wahrheit brauchen, um überhaupt frei zu werden. Oder überhaupt die Aussage zu bekräftigen, die ich gerade davor gemacht habe. Dafür gehen wir ganz zum Anfang der Geschichte der Menschheit. Und wir werden dafür jetzt mal 1. Mose 2, 16 und 17 lesen. Deshalb asserte Schwarte. Seftrat Kilte, asserte Schicksa, asser Schwarte. 1. Mose 2, 16 bis 17. Hallo? Ja. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von isst, musst du gewisslich sterben. Xavier Ram Lachdema, Nisab Kapkulu Omgenet, Kamzidele Habla. ካብታ ጽቡቕን ክፉን ተፍልጦም ግና ብኣኣ ካብኣ ምስ እትበልዕ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣዘዞ ቀዳመይቲ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ንሰባት ዝሃቦም ኣብዚ ንሪኢ ኣለና ካብዚኣ እንድሕር በሊዕኹም Dann werden sie sterben. Das ist eine klare Wahrheit, die er sie ihr gegeben hat. Eine klare Aussage. Ob wenn wir jetzt 1. Mose 3, 1 bis 5 lesen, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Wir sehen in dem Vers, dass die Schlange das Wort Gottes hinterfragt hat. Er wollte Eva dazu bringen, dass sie wie nur am besten beschreiben, dass sie sich unsicher ist, was Gott gesagt hat. Da sprach die Frau, Eva, zur Schlange.
Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie nicht an, nicht an, damit ihr nicht sterbt. Was sehen wir? Sie hat das Wort Gottes genommen, was sie bekommen hat, und hat es gegen die Lüge oder gegen die, das Hinterfragen des Wort Gottes genutzt. Vielleicht seht ihr ein Muster, wie der Teufel versucht hat, Jesus zu verführen. Aber Jesus hat das Wort Gottes genutzt, um sich dagegen zu wehren. Jesus Aber lass uns nochmal jetzt die letzten zwei Verse lesen. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern wir sehen, dass die Schlange dann angefangen hat, eine Lüge auszusprechen. Und hat versucht, das, was Gott ausgesprochen hat, und sie gesagt hat, mit einer Lüge zu bedecken und zu verführen. Wir sehen, dass die Schlange im Garten Eva durch die Lüge dazu gebracht hat, gegen das Gebot zu handeln, wenn wir einen Vers weiterlesen, was Gott ihnen gegeben hat. Denn durch die Lüge sind Adam und Eva in die Sklaverei gefangen genommen und mussten mit dieser Last leben, aber diese Last haben sie nicht nur für sich behalten, sondern haben es an die ganze Menschheit weitergegeben. Deswegen kam die Sünde und hat uns in die Sklaverei gebracht. Und wenn wir uns jetzt wieder mal auf Johannes 8 zurückerinnern, wo Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir erkennen, was die Wahrheit ist, dann können wir auch sagen, das ist die Lüge. Wenn wir erkennen, die Dinge, die über uns ausgesprochen wurden, die falsch sind, dann können wir klar dagegen sprechen. Und wir erkennen jetzt, dass wir sehen jetzt anhand von dem jetzt Vers 1,17, in dem jetzt geschrieben wurde, von Mose wurde die Gebote gegeben. Johannes hat Asser Schwarte, Hegebe Mose, Metz, Ezebel, Hegin, Hermetzina. Gnade und Wahrheit ist aber Jesus geworden. Hacken, Egangina, Jesus, you. Weil Jesus, Koinwon. Die er getan hat, es ist Gaboro Gibri, hat er die Sünde besiegt, net hat er Zero, hat uns frei gemacht, Harnet am Zilnana. Wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind jetzt Kinder Gottes. Barot haikonan degim. Wir sind frei. Barot hatiat haikonan dek egziabiherina haraina. Und wir haben jemanden, der für uns in den Riss eintretet. Degim dma hadeseb allena kulluti kadmena halifuna tkhgber zello zgeberalna. Und die Gnade, die er vollbracht hat, war uns ein ewiges Leben zu schenken. Eti tsaga dma nsu etnay zelalem hiwotna ana zahabena. Aber bevor ich jetzt die Predigt gleich beende, will ich noch kurz ein paar praktische Punkte weitergeben, die so simpel sind, dass alles hier machen können. Punkt 1. Nimm dir Zeit mit Jesus. Wie willst du das Wort Gottes überhaupt erkennen, wenn du nicht mehr Zeit mit dem verbringst, der das Wort ist? Erstmal in Form vom Gebet.
Also in Form, also die Zeit mit Jesus, Jesus in Form. Okay. Punkt 2, liest die Bibel von A bis Z, von Anfang bis Ende. Damit du mehr Verständnis bekommst, was in der Bibel gesagt wird. Und das Dritte ist, nimm dir aktiv Zeit, um das Wort Gottes zu studieren. Denn diese Erkenntnis wird dir helfen, gegen den Feind zu kämpfen. Genau, ja, was will ich eigentlich nur damit sagen? Durch Glaube an Jesus haben wir Gnade und Wahrheit bekommen. Und ich hoffe, dass ihr aus meinen Erkenntnissen, die ich bekommen habe, profitieren könnt. Und es in eurem eigenen Glaubensleben leben. Benutzen könnt. Ich will zum Abschluss beten. Und dann will ich es an den Pastor weitergeben. Schöne Pastor. Ja, Vater, und ich danke dir einfach für diese Erkenntnis, Herr. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du barmherzig bist, Vater. Dass du uns deinen Sohn geschickt hast. Dass wir allein durch deine Gnade und an den Glauben an deinem Sohn die Gnade und die Wahrheit bekommen haben. Obwohl wir es nicht verdient haben. Wir danken dir dafür, Vater. Wir wollen dich erheben und alles in deine Hand legen, Herr. Und diesen Tag und die Zeit danach. Amen. Amen.